schön, dass ihr wieder dabei seid. Passend zu diesem tollen sonnigen Wetter wollte ich euch ein paar Shopping-Tipps zum Thema Fair Fashion Sonnenbrillen zeigen. Bevor ich anfange, wollte ich euch aber auf meinen Instagram-Kanal hinweisen. Da poste ich ganz viele Fair Fashion Outfits, auch was zum Thema Reisen immer wieder, aber ganz viel zum Thema Ethical Fashion, nachhaltige Mode, und deshalb schaut da gerne mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe heute einfach mal ein paar Sonnenbrillen rausgesucht, die ich wirklich sehr cool finde, denn ich will zeigen, dass Fair Fashion richtig schick sein kann, richtig modisch sein kann, und damit legen wir jetzt los. Als erstes zeige ich euch hier eine Sonnenbrille von Palo. Palo ist ein Sonnenbrillenlabel, das für jedes Produkt, das verkauft wird, einen neuen Baum pflanzt, was ich wirklich sehr cool finde. Und die haben auch wirklich verschiedene Styles. Den finde ich aber wirklich, ist so einer meiner Favoriten. Dann finde ich persönlich auch richtig cool die Marke Dick Moby. Die haben auch wirklich sehr viele Modelle, die mir sehr gut gefallen. Und die Sonnenbrillen werden aus recyceltem Acetat hergestellt. Und ich glaube zu 97% aus recyceltem Acetat, und die anderen 3% sind die schwarze Tinte, um eben diesen Look herzustellen. Eine Marke, die ich persönlich sehr, sehr cool finde, ist Kerbholz. Die stellen auch Uhren her. Ich habe mich natürlich aber im Bereich Sonnenbrillen sehr stark umgeschaut, und die stellen Sonnenbrillen aus Holz her, aber auch aus Bioacetat. Und deshalb findet ihr richtig, richtig verschiedene Modelle im Online-Shop, auch in vielen verschiedenen Farben. Und ich habe auch schon mal eine Brille getestet. In einem Outfit-Post habe ich die mir mal ausgeliehen vom Shop Love Eco, und ich fand die richtig, richtig cool. Aber ihr findet auch ganz viele andere Modelle. Ein weiteres sehr schickes Sonnenbrillenlabel ist Vio Eyewear. Da konnte ich mich auch vor Ort einmal in Hamburg umschauen. Da war ich mit der Bina unterwegs, da habe ich auch einen Vlog dazu. Und hier konnte ich mir ein Modell aussuchen. Das ist die Diva in Rosa. Ich finde, die passt sehr gut zu meinem Gesicht. Oh, ihr seht jetzt die ganze Zeit diese Lichtboxen. Ich bin wieder runter. Die hatte ich auch die ganzen 6 Monate auf meiner Weltreise dabei, und die hat wirklich sehr gut gehalten. Ihr seht hier die Bügel sind immer noch stabil wie am ersten Tag, und sie ist nicht auseinandergebrochen, obwohl, naja, ich muss schon zugeben, dass ich sie nicht so pfleglich behandelt habe. Ich meine, auf Weltreise als Backpacker geht das nicht immer so gut. Also von der Qualität top, hat super gehalten, und ich meine, ich habe sie wirklich 6 Monate im Dauereinsatz gehabt. Dann habe ich noch eine Brand gefunden, die heißt Bee Woods, und wie der Name schon sagt, pflanzen die auch einen Baum pro verkauften Produkt. Und da habe ich das Modell Lille gefunden, wenn ich das richtig ausspreche. Und das Coole an den Sonnenbrillen ist, dass die auf dem Wasser schwimmen. Ich glaube, das ist bei vielen Holzbrillen so. Und dieses Modell finde ich richtig cool. Ich mag schwarze Sonnenbrillen generell sehr, sehr gerne. Ein weiteres Unternehmen, was ich gefunden habe, was ich richtig, richtig cool finde, weil die eine riesige Auswahl an Sonnenbrillen haben, ist Monkey Glasses. Und die sind ein bisschen teurer, muss ich sagen. Dafür haben die aber wirklich, wie gesagt, eine riesige Auswahl. Da ist eigentlich für jeden, für jede irgendwas dabei, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist ein Unternehmen aus England, und deshalb wusste ich erst nicht, ob ich es euch vorstellen soll, weil ich dachte, die bekommt man vielleicht nicht. Und dann habe ich genau Germany eingegeben auf der Webseite, und die verkaufen in richtig, richtig vielen Optikern. Also gebt da mal euer Land ein und sucht da nach eurer Stadt. Vielleicht ist die da sogar dabei und ihr könnt es vor Ort testen. Das finde ich richtig cool. Na, ich schaue gerade hier, die gibt es zum Beispiel in Leipzig, in Waldenburg, in Berlin natürlich, Potsdam, Belzig, Bad Belzig. Also wirklich auch in ganz kleinen Städten, nicht nur in Berlin und München. Ich hoffe, es waren ein paar Modelle dabei, die euch gefallen haben. Ich habe versucht, verschiedene rauszusuchen, aber klickt euch einfach mal durch die Online-Shops. Da gibt es natürlich noch so viel mehr, was ihr entdecken könnt. Kommentiert auch gerne, wenn ihr andere nachhaltige Sonnenbrillen-Labels kennt. Dann können wir uns gegenseitig so ein bisschen austauschen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!